Ja, mein Name ist Willi Franke. Ich bin gebürtiger Niedersachse, lebe aber schon seit langem in Süddeutschland und habe zuletzt in Starnberg gelebt. Und aus privaten Gründen ziehe ich jetzt nach Kitzingen. Und als ich dann gesehen hatte, dass da oben in dem großen Gebäude eine wunderschöne Dachgeschosswohnung frei wird, beziehungsweise dass sie frei ist, habe ich mich innerhalb von 2-3 Tagen für diese Wohnung entschieden. Das ist sicherlich ungewöhnlich, aber ich fand einfach die Aussicht so traumhaft und auch die Ecke eben, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, sehr schön. Und was besonders schön ist, ist meine Wohnung. Jeder findet natürlich seine Wohnung schön, aber ich finde meine besonders schön. Also Kitzingen hat für mich einen besonderen Charme. Ich bin durch diese Gassen gegangen und habe so viele kleine Geschäfte gesehen und habe gedacht, Mensch, das ist irgendwie so eine verstaubte Perle. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man sich mit den Einzelhändlern hier mal kurz schließen, um vielleicht die Fassade ein wenig zu verändern und einfach mal das Bild vielleicht ein bisschen zu verändern von Kitzingen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann würden viele Leute diese Stadt sehr interessant finden. Sie liegt, sage ich mal, auf dem höchsten Punkt dieser Anlage. Und das heißt, ich habe eine Dachgeschosswohnung auf 2 Ebenen, die wunderschön geschnitten ist mit bodentiefen Fenstern und mit einer herrlichen Aussicht. Also für mich war eigentlich immer die Vorstellung, wenn man in einer Innenstadt wohnt, ist es ziemlich laut. Ungewöhnlich an Kitzingen ist für mich, vor allen Dingen jetzt diese Brauhöfe, dass man in diesem Brauhof steht und man hört so gut wie gar nichts. Das war für mich eigentlich gar nicht vorstellbar. Also das Besondere an der Wohnung ist, dass ich eine wunderschöne Galerie habe und unten einen großzügigen Wohn- und Schlafraum mit einer ganz tollen Dachterrasse.